Ich begrüße jetzt Mira Kattwinkel aus Landau und sie erzählt über die Benutzung von R zusammen mit Gras zu einer Statistikaufgabe mit Fließgewässern. Details erfahren wir im Vortrag. Das ist der letzte Slot vor der Mittagspause. Danach sehen wir uns dann um 13.30 Uhr oder 14 Uhr wieder. Ja. Alles klar, schönen Dank. Schönen guten Tag. Ich habe schon gemerkt, mit Gras scheine ich so ein bisschen exotisch hier zu sein. Darf ich mal fragen, wer benutzt von Ihnen Gras? Okay. Wer benutzt von Ihnen R? Auch, schön. Ha. Okay, also es geht um Gras und R, um Daten aufzubereiten, um dann hinterher Regressionsmodelle zu erstellen. Und meine Motivation ist, ich komme aus der Gewässerökologie. Also wir haben häufig es mit Monitoring-Daten zu tun, die eben an bestimmten Punkten an Fließgewässern gemessen worden sind. Das können Schadstoffe sein, wie zum Beispiel Pestizide oder Medikamente, Nährstoffkonzentrationen, aber auch biologisches Monitoring, wo man eben geschaut hat, wie ist die Zusammensetzung der Makroinvertebraten an dieser Stelle und was für Rückschlüsse lassen sich daraus auf bestimmte Umweltstressoren ziehen. Oder auch physikalische Größen wie Temperatur, die Fließgeschwindigkeit oder sowas. Beispiel ist ja die Beprobung der Oberflächengewässer im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Da gibt es allein in Deutschland über 16.000 Probenahmestellen, an denen in einem unterschiedlichen Rhythmus unterschiedliche Parameter gemessen werden. Warum macht man überhaupt so ein Monitoring? Also zum einen möchte ich gerne den Status der Gewässer beschreiben. Also vielleicht kennen Sie so eine Karte, auch im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie erstellt. Also wir möchten gerne einen guten ökologischen Zustand in allen Oberflächengewässern erreichen. Das wäre grün. Sieht man, dass das jetzt noch nicht so richtig geschafft ist, dieses Ziel. Oder ich möchte auch rausfinden, okay, wenn ich jetzt irgendeinen bestimmten Zustand finde, woran liegt das überhaupt? Also was sind jetzt die Treiber, die die Gewässergüte beeinflussen? Das kann zum Beispiel die Landnutzung im Einflussgebiet sein. Ich möchte vielleicht auch Vorhersagen machen an Stellen, wo ich eben keine Proben genommen habe. Und wenn ich jetzt so ein Messnetzwerk habe, ist eine Fragestellung vielleicht auch, okay, ich habe jetzt Geld für 10 neue Messpunkte. Wo platziere ich die am besten? Wo habe ich sozusagen den größten Informationsgewinn? Oder wo decke ich die größten Lücken ab, die ich bisher habe? Jetzt konzentriere ich mich mal auf den Einfluss bestimmter Treiber, weil da kann man das am leichtesten erklären. Also ich möchte herausfinden, wie zum Beispiel die Landnutzung auf die Nährstoffkonzentration im Gewässer sich auswirkt. Da kann ich erstmal ganz einfach eine lineare Regression machen. Also das Y wäre meine abhängige Variable, die Nitratkonzentration im Gewässer. X sind potenzielle Erklärende, also ich mache mir vorher Gedanken, ja, okay, das könnte irgendwie an der Landnutzung liegen, also wo viel Landwirtschaft ist im Einzugsgebiet, da rechne ich vielleicht damit, dass ich da höhere Nitratkonzentrationen finde und dann schätze ich eben die Koeffizienten, die Bettas. Also ich habe hier mein Gewässernetzwerk mit den roten Punkten, habe die Landnutzung, also zum Beispiel wie viele Ackerflächen es gibt und dann schaue ich mir einfach mal als Beispiel zwei Punkte an und dann sehe ich hier, dass zum Beispiel im, was ist das, der rechte, da ist weniger Landwirtschaft im Einzugsgebiet als im linken. Und diese beiden, oder das könnte dann eine erklärende Variable sein für die Messungen, die ich an den Punkten vorgenommen habe. Und im besten Fall würden meine Daten so aussehen. Das sind jetzt künstliche Daten, so einen schönen linearen Zusammenhang hat man in der Regel nicht. Also auf der X-Achse ist meine Erklärende, die Ackerfläche, und auf der Y-Achse die Nährstoffkonzentration im Wasser. Und ich möchte eben diese Linie finden, die die Daten möglichst gut beschreibt. Jetzt ist hier ja noch dieses Epsilon oben in der Formel. Das ist eben der Fehler. Also das, was ich alles nicht aus meinen X und den Koeffizienten erklären kann. Und ich möchte gerne, dass dieser Fehler unabhängig ist. Also es ist und zufällig verteilt. Ich möchte nicht, dass Punkte, die nah beieinander liegen, gleich sind. Und ich möchte nicht einen räumlichen Gradienten der Fehler haben. Irgendwo bin ich, in einer Gegend bin ich viel besser in der Vorhersage als woanders. Sondern die sollen möglichst unabhängig und zufällig sein. Das ist aber bei Messungen auf Gewässernetzwerken typischerweise nicht so. Denn nah beieinander liegende Punkte sind einander ähnlicher. Das kann man sich vorstellen, wenn ich irgendwelche Konzentrationen im Wasser messe. Wenn ich dann einen weiteren Messpunkt ein bisschen weiter flussabwärts habe, dann ist, wenn ich oben eine hohe Konzentration von irgendwas habe, wenn der Stoff nicht sehr stark, sehr schnell abgebaut wird, werde ich auch weiter unten eine hohe Konzentration haben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so tun würde, als wären all diese Messungen unabhängig voneinander, dann mache ich was falsch.
Und dann kann man sich eben auch überlegen, genau diese zwei orangen Punkte, die sind einander relativ ähnlich, weil sie auch noch über das Flussnetzwerk verbunden sind. Und ein anderer Punkt, der weiter weg liegt, der wäre eben höchstwahrscheinlich unähnlicher. Und um solche statistischen Fragestellen zu bearbeiten, da gibt es schon ein Paket, ein R-Paket, das heißt SSN, Spatial Stream Networks. Und das kann eben genau das, das kann diese räumliche Regression auf Flussnetzwerken machen, denn Flussnetzwerke sind noch ein bisschen was Spezielles, im Gegensatz zum Beispiel zu Kriging, wo ich ja einfach ja, die euklidische Distanz mit einbeziehen kann, muss ich bei Fließgewässern natürlich beachten, dass die Schlaufen machen oder dass zwei zwar räumlich nah beieinander liegende Punkte, dass die auf völlig unverbundenen Flussstücken liegen können, weil ich einfach zwei Gewässer habe, die nebeneinander parallel laufen zum Beispiel. Und dieses Paket ist eben in der Lage, diese räumliche Korrelation zusammen mit den Koeffizienten aus den Daten zu berechnen. Und dafür nutzt es dann diesen Zusammenhang hier. Also auf der X-Achse ist die Distanz zwischen zwei Punktepaaren oder zwischen Punktepaaren und auf der Y-Achse ist angezeigt, wie unähnlich die zueinander sind. Und dann ist die Theorie, und das passt auch oft in der Praxis, klar, je weiter die voneinander entfernt sind, zwei Punkte, desto unähnlicher sind sie sich. Und dann gibt es hier noch zwei Linien oder zwei verschiedene Symbole. Einmal die Flow-Unconnected und Flow-Connected-Punkte. Also wenn ich mir jetzt hier diese beiden, naja, anders rot dargestellten, also den Punkt ganz oben rechts in der Ecke und irgendeinen beliebigen, dann wären die sozusagen Flow-Unconnected. Da ist kein Gewässer, was die verbindet. Im Gegensatz dazu sind diese beiden orangen Punkte, die sind nicht nur nah beieinander, sondern die sind auch noch über das Fließnetzwerk verbunden. Das heißt, da kann ich dann zum Beispiel unterschiedliche Zusammenhänge finden, also die, die über die Gewässer verbunden sind, die sind sich natürlich noch viel ähnlicher als welche, die nur nah beieinander liegen. Außerdem kann man dann auch noch mit einbeziehen, ob sozusagen der flussaufwärts gelegene Punkt nur den flussabwärts gelegenen beeinflussen soll. Das wäre zum Beispiel bei gelösten Stoffen der Fall oder ob das auch andersrum geht. Also, Konzentrationen bewegen sich typischerweise nicht flussaufwärts, aber zum Beispiel Fische, wenn sie wandern. Das heißt, da gibt es noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, die man da nutzen kann. Was hat das aber jetzt alles mit GRAS und zu tun? Also, um dieses SSN-Paket anwenden zu können, was all diese schönen räumlichen Modelle rechnen kann, muss man die Daten erstmal in ein bestimmtes Format bringen. Und da gibt es von den Autoren, die das SSN-Paket entwickelt haben, gibt es auch eine Art GIS-Toolbox, die heißt STARS, Spatial Tools for the Analysis of River Systems. Und die braucht natürlich Art GIS und den Spatial Analyst. Und ich arbeite an der Uni, wir haben kein Geld, wir haben keine Lizenzen für Art GIS. Und deshalb haben wir uns überlegt, das muss doch eigentlich auch irgendwie anders gehen. Und haben dann gesagt, wir wollen erstens gerne R benutzen. Und es wäre schön, wenn man die gesamte Datenaufbereitung nicht in einem anderen Programm machen könnte, sondern wenn das auch in R funktionieren würde. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn ich nicht rumklickern muss, sondern wenn ich ein Skript schreiben will. Und da bietet sich R auch an. Ich weiß, dass man das auch in anderen GIS natürlich machen kann. Das heißt, wir haben eben OpenStars entwickelt. Das ist ein R-Paket, was eben auf R und GRAS-GIS beruht. Und die Idee war auch noch, dass man jetzt nicht unbedingt sich mit GRAS oder anderen GIS auskennen muss. Man sollte natürlich eine Vorstellung haben, wenn man schon räumliche Statistik betreibt, was sind räumliche Daten und wie kann ich damit umgehen? Aber um dieses Paket zu benutzen, muss man jetzt nicht unbedingt wissen, wie GRAS funktioniert, sondern es reicht, wenn man R kann. Und alles, habe ich schon gesagt, alle Schritte sind in einem Skript. Das heißt, wenn ich dann meine Analyse ein bisschen ändern, bestenfalls muss ich nur meine Input-Dateien ändern. Das Ganze ist auf CRAN, also dem Archiv für R-Pakete, aber es gibt auch immer noch eine Development-Version, die eben auf GitHub lagert. Da lade ich Sie auch ein, mal drauf zu gucken oder wenn Sie spezielle Ideen haben, gerne sich bei mir zu melden. Also da sind eben alle Files. Es gibt so eine Anleitung, wie man das Ganze installiert und so eine Kurzanleitung, wie denn überhaupt so ein Workflow aussehen könnte. Und auf den Workflow möchte ich jetzt noch mal ein bisschen im Detail eingehen. Also das Erste, was man in dem Paket macht, ist, man lädt die Daten. Also man initialisiert in R eine GRAS-Session, die sieht man aber nicht.
und ja, setzt erstmal die Umgebung, also ja, man legt die Projektion fest, die Extension und solche Geschichten, das läuft aber relativ automatisch. Dann importiert man seine Daten und was ich auf jeden Fall brauche, ist ein digitales Geländehöhenmodell und meine Messpunkte. Denn das ist ja das, also die Messpunkte enthalten ja am Ende die Daten, auf denen ich die Statistik betreiben möchte. Und aus dem Geländehöhenmodell wird das Fließgewässernetzwerk abgeleitet. Optional kann ich auch noch ein Flussnetzwerk, was aus irgendeiner anderen Quelle stammt, einladen, also was kartiert worden ist zum Beispiel. Das wird dann in das Geländehöhenmodell eingebrannt und ja, zwingt sozusagen die Flussläufe in Richtung der kartierten. Und natürlich kann ich Daten für potenzielle erklärende Variablen einladen, also wie zum Beispiel die Landnutzung oder die Lage von Kläranlagen oder was auch immer für meine Fragestellung wichtig ist. Der nächste Schritt ist dann, dass aus dem Geländehöhenmodell das Flussnetzwerk abgeleitet wird. Und dann gibt es jetzt eine Besonderheit von dem SSN-Package. Das kommt mit solchen Netzwerken nicht klar. Also ich habe einen Ausfluss und drei Zusammenflüsse, die in genau einem Punkt zusammenfließen. Sowas kann entstehen durch die GRAS-Funktion, die ich benutze, um dieses Flussnetzwerk abzuleiten. Das ist auch nicht unbedingt falsch, aber SSN kann da nicht mit umgehen. Das heißt, es gibt eine Funktion, die das so ein ganz kleines bisschen verschiebt und dadurch korrigiert und dann diesen vermeintlichen Fehler oder jedenfalls dieses, dass SSN nicht damit klarkommt, umgeht. Jetzt kann man sich fragen, naja, das ist jetzt, welches ist denn richtig? Also ist jetzt das linke oder das rechte, der linke oder der rechte Zufluss, liegt der ein bisschen mehr flussaufwärts? In dem Fall habe ich das so gemacht, das ist einfach automatisiert. Das ist immer der mit dem geringsten Winkel. In dem STARS-Tool, also in der ArcGIS-Toolbox, ist es so, dass man das alles von Hand machen muss. Dann hat man natürlich die volle Kontrolle und kann genau überlegen, ja, was ist denn jetzt die richtigere Variante, aber es ist auch sehr viel Arbeit. Dann, wenn das so aufbereitet ist, kann man die sogenannten Edges, also die eigentlichen Flussabschnittsstückchen oder Segmente ableiten und denen bestimmte Attribute, die dann hinterher gebraucht werden, wie zum Beispiel hier die Catchment-Größe und diese Reach-Contributing-Area, das sind die ja, Teileinzugsgebiete. Also hier jedes Segment hat, wenn es nicht teilt, hat eben ein Teileinzugsgebiet. Und dessen Größe kann man bestimmen. Das wird hinterher benötigt, um dann in der Regressionsformel zu berechnen, okay, wie groß ist denn der Anteil, wenn zwei Flüsse zusammenfließen? Wie hoch ist der Einfluss ja, des einen mit dem kleineren und des anderen mit dem größeren Einzugsgebiet zum Beispiel? Dann kommen wir jetzt endlich zu den Punkten. Also man nimmt die Probenahmestellen und was oft der Fall ist, hier dargestellt in Grau, ist, dass diese Originalpunkte, die ich mal irgendwann mit einem GPS eingemessen habe oder irgendjemand eingemessen hat, die liegen nicht wirklich hundertprozentig auf dem Flussnetzwerk. Entweder weil es einen kleinen Fehler gibt, weil bei Koordinatentransformationen irgendwas schiefgegangen ist oder eben auch, weil meine Flüsse ja aus dem digitalen Geländehöhenmodell abgeleitet sind und nicht unbedingt hundertprozentig der Realität entsprechen. Das heißt, diese Funktion zieht die Punkte auf die Flüsse drauf, damit man wirklich eine eindeutige Zuordnung hat. Optional kann ich mir auch Vorhersagepunkte erzeugen lassen. Also ich kann zum Beispiel sagen, mach mir einen neuen Punkt alle 500 Meter entlang meines Gewässers. Wo ich dann, wenn ich dann letztendlich das Regressionsmodell aufgestellt habe, wo ich dann Vorhersagen machen kann. Und dann komme ich zu den Erklärenden. Also ich verschneide meine Teileinzugsgebiete mit den potenziellen Erklärenden. Diese Teileinzugsgebiete sind das hier. Die kann ich dann verschneiden, zum Beispiel mit Rasterkarten der Landnutzung. Aber es können auch Vektordaten sein. Und dann mache ich das Gleiche eben für die Probenahmepunkte. Und da gibt es zwei Varianten. In dem STARS, also in der ArcGIS, Toolbox ist es so, dass das approximativ gemacht wird. Also ich gucke mir an, hier der Punkt, der blaue, der bekommt sozusagen die Summe aller Teileinzugsgebiete, die oberhalb liegen und dann einfach nur anteilsmäßig von dem kleinen Orangenen hier. Das geht relativ fix.
Und ich habe auch noch eine Funktion geschrieben, die das ganz exakt berechnet, die also wirklich für jeden Punkt nochmal das Einzugsgebiet aus dem Geländehöhenmodell ableitet. Das dauert wesentlich länger und ich habe festgestellt, es lohnt sich eigentlich nicht, weil der Unterschied kein besonders großer ist. Das sieht dann so aus. Letztendlich habe ich dann aber eben eine neue Attributtabelle, wo drin steht, wie groß ist jetzt das Einzugsgebiet von meinem Punkt, was ist zum Beispiel der durchschnittliche die durchschnittliche Neigung oder wie hoch ist der Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche, je nachdem, was ich eben reingebe für Erklärende. Und der letzte Schritt ist dann, dass die Daten exportiert werden. Also man muss ein sogenanntes SLN-Objekt erzeugen. Das ist einfach ein Ordner, in dem Shapefiles drin sein müssen von den Probenahmepunkten und von dem Fließgewässernetzwerk. Das heißt, man muss nach Esri Shapes exportieren und dann gibt es noch Textdateien, die in so einer 0-1-Kodierung enthalten, welcher Fluss wohin fließt. Es gibt noch eine Funktion, die das Ganze checkt, ob das jetzt alles wirklich geklappt hat. Das sind jetzt die Herausforderungen von dem Package, über die wir so gestolpert sind. Also die größte ist, das, diese Gewässer abzuleiten. Ich habe ja schon gesagt, also das STARS-Toolbox, die kann halt mit oder die arbeitet nur mit kartierten Flüssen und ändert die dann von Hand. Ich habe mich entschieden, das Ganze automatisch aus dem Geländehöhenmodell abzuleiten. Da habe ich aber das Problem, also in Schleswig-Holstein funktioniert das nicht besonders gut. Da ist es einfach zu flach oder ich brauche eine noch höhere Auflösung, dann dauert es aber ewig und 3 Tage. Also das ist schwierig. Was auch schwierig ist, ist, wenn der Gewässerverlauf anders ist als durch das Relief vorgegeben. Also wenn es irgendwelche menschengemachten Korrekturen gibt, wenn da ein Kanal ist oder sowas, dann stimmen meine Flüsse auch nicht mehr so richtig. Und eben, wenn ich solche Loops habe oder irgendwelche verflochtenen Netzwerke, weil das SSN braucht eben wirklich 2 Zuflüsse, 1 Ausfluss. Und es kommt nicht klar, wenn sich etwas teilt und dann wieder zusammenfließt. Also wenn ich sowas hier habe, die Situation da oben, das ist jetzt sozusagen der kartierte Fluss, der passt auch wirklich schön zu OSM. Aber was dann OpenStARS daraus macht, ist hier diese blaue gestrichelte Linie, die dann hier so kurz abbiegt. Aber das hier unten wird abgeschnitten. Weil das gibt einfach die Reliefenergie so her. Und dadurch ist dann die Fließrichtung wahrscheinlich eine andere für diesen einen Punkt, als sie eigentlich wäre. Das fällt nicht riesengroß. Also wenn man natürlich einen Haufen von solchen Punkten hat, die irgendwie schwierig sind, dann kriegt man ein Problem. Wenn man genug Probenahmepunkte hat, ist das nicht so dramatisch. Eine kleine Anwendung. Also ich habe Wasserqualitätsdaten genommen von Pflanzenschutzmitteln, zum einen in Frankreich und in Deutschland, und habe das Ganze mal ausprobiert. Und wenn ich mir jetzt einfach mal angucke, wie viele Pestizide werden im Wasser gefunden und wie ähnlich sind sich da 2 Punkte, dann sieht man, naja, okay, da ist wirklich, ja, je näher die beieinander sind, desto ähnlicher sind sie sich. Und es passt auch mit dieser Theorie von den Flow-Connected und Unconnected zusammen. Also die roten, die am gleichen Gewässernetz liegen, die sind sich ähnlicher als die einfach nur so benachbart sind. Und wenn ich dann so ein räumliches Regressionsmodell aufstelle, dann sehe ich, dass die Landnutzung ein Haupttreiber ist. Das ist jetzt schon so, wie ich auch erwarten würde. Also wir hatten da Capri-Landwirtschaftsdaten, deshalb ist es jetzt hier Getreide und Weideflächen. Allerdings hat sich gezeigt, dass das räumliche Modell ist ein bisschen besser als nicht räumliches in Bezug auf den Root Mean Square Error. Aber wenn ich mir den AIC angucke, ist es wiederum egal. Also da muss man auch so ein bisschen abwägen, brauche ich jetzt wirklich das räumliche Modell? Deutschland springe ich mal gerade drüber. So, was bringt mir denn jetzt das Ganze hier? Also, zum einen möchte ich gerne sagen, das ist jetzt nicht nur, wenn ich solche SSN-Regressionsmodelle nutzen möchte, sondern ich denke, es ist auch praktisch, weil man ja alles in R machen kann, es ist auch praktisch, wenn man einfach nur Flüsse aus einem digitalen Geländehöhenmodell innerhalb von R ableiten möchte. Wenn man so Beobachtungspunkte hat und die liegen halt einfach irgendwo und nicht so richtig auf meinem Gewässer, kann man die Funktion benutzen. Was, glaube ich, sehr praktisch ist, ist, diese Vorhersagepunkte zu generieren. Das geht in der Toolbox für ArcGIS gar nicht. Da muss man das von Hand sich zusammenklickern. Man kann Einzugsgebiete berechnen. Man kann halt eben dann die Einzugsgebiete mit Raster- und Vektordaten verschneiden. Und das ist auch für andere Fragestellen nützlich, denke ich. Damit möchte ich Ihnen danken. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
Ja, vielen Dank, Mira Katwinkel. Gibt es Fragen aus dem Publikum zum Vortrag? Irgendjemand wird doch eine Frage haben. Ja, danke für einen tollen Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen. Okay. Eine kurze Frage zu dem SSN-Package. Das wird ja sicherlich auch irgendjemand entwickeln. Seid ihr an die rangetreten und habt auch einfach gefragt, Mensch, könnt ihr nicht einfach auch mal so Braided-Flüsse unterstützen, die sich teilen? Und ich meine, das kommt ja recht oft vor, glaube ich. Ja, ja. Also das ist hier die Irene Petersen. Also wir sind mit der in Kontakt und die unterstützt uns auch. Ja, es ist mal wieder so eine Ressourcenfrage. Ne? Die Leute brauchen die Zeit, das irgendwann zu machen. Und das ist gerade nicht die höchste Priorität, weil sie sich gerade um Küstenregionen kümmert und so ein bisschen weg von den Fließgewässern ist. Also eben, wenn das jemand machen würde, also ich glaube, das wäre wirklich sehr nützlich, auch wenn es dieses mehr als nur einen Zusammenfluss und sowas, wenn das mit da reingebracht werden. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so kompliziert, aber es ist schon Arbeit. Okay, vielleicht einfach selbst ransetzen. Ja. Haben wir noch weitere Fragen? Oh. Ja, ich weiß, dass es problematisch ist, in R selber Packages zu bauen, weil es da immer sehr viele Abhängigkeiten gibt und die können sich auch sehr schnell ändern. Wie viele Abhängigkeiten hat denn Ihr Package? So 4 bis 5, würde ich sagen. Also eben einmal RGRAS, Datatable, SP, das sind so die hauptsächlichen, würde ich sagen. Also es, ich glaube, es hält sich in Grenzen. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe noch eine kleine, und zwar am Anfang hieß es, ein vorhandenes Flussgewässermodell einzuhaben, ist optional, weil das wird ja aus dem DGM, oder wenn ich eins habe, wenn ich schon ein Modell habe, dann wird das in das DGM eingebrannt, und dann, um danach dann sozusagen den Erfolg zu verbessern. Könnte ich nicht auch einfach direkt sagen, hier, ich habe schon das super tolle amtliche Flussnetzwerk und ich muss gar nicht mehr den Umweg über das DGM gehen? Eigentlich wäre das schön, aber da habe ich dann eben das Problem mit diesen Loops und so weiter. Dann müsste ich halt wieder von Hand rangehen und die rausholen. Und beim DGM kann man das sozusagen rechnerisch dann... Das ist einfach, also die GRAS-Funktion, also das ist Airstream... Air Watershed benutze ich da, die macht das einfach nicht, die macht keine Loops. Ah, okay. Und ja. Aber ja, so eine Mischung, gebe ich Ihnen recht, das wäre wahrscheinlich eigentlich idealer. Noch irgendjemand, der eine Frage stellen möchte? Also dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag.